Guckt euch mal diese Geschwindigkeit an. Das ist ja fantastisch. Das ist eine ganze Lukob-Armee. Wir sind die gefährlichste Gruppe aller Zeiten. Da ist jemand die Treppe runtergefallen. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem richtig lustigen Minecraft-Abenteuer, zu einer ganz neuen Minecraft-Mod mit mir, eurer Game-Pommes, dem Copper. Genau. Heute werden wir die neueste Version der Flash-Mod testen. Das wird so genial. Wir werden zum Superhelden, zu Flash. Wir können schnell rennen. Der Hammer. Wir können Portale erstellen, Klone erschaffen, an der Wand hochlaufen und so vieles mehr. Wir bekommen nochmal ganz neue Fähigkeiten, die euch richtig flashen werden. Demnach stehen wir hier vor einem Fast-Food-Restaurant, einem Schnell-Imbiss. Mit der Mod werden wir dort einbrechen und heimlich Happy Meal-Spielzeuge klauen. Dabei werden wir alle Fähigkeiten ausprobieren. Ich hoffe nur, dass wir nicht erwischt werden. Lumpy ist natürlich auch am Start. Hallöchen. Und ich würde sagen, Mission Schnelle Fritte kann demnach nun beginnen. Bevor wir loslegen, müssen wir erstmal zum Superhelden werden. Das geht ganz schnell. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Wir müssen nämlich von einem Blitz getroffen werden. Dazu brauchen wir eine neue Maschine, die wir schnell zusammenbauen können. Mit diesen grauen Blöcken müssen wir in Minecraft einen Quader bauen, der 3 Blöcke hoch, 5 Blöcke lang und 3 Blöcke breit ist. Das Ganze natürlich ausgefüllt. Hier, einfach zusammengeknetet. Perfekt. Jetzt müssen wir den unteren Block durch einen Kontrollblock ersetzen. Mit einem Hammer draufgehauen und tada, fertig. Damit können wir jetzt einen Stromschlag bekommen und zu Flash werden. Richtig cool. Wir müssen nur 7 Wassereimer in die Maschine kippen. Am besten auf den Kontrollblock. Dann müssen wir das Ganze mit Redstone aufladen. Wir müssen uns nur noch hineinstellen. Nur ganz kurz warten und bam. Jetzt sind wir Flash und wir haben richtig abgefahrene Effekte. Niemand wird uns beim Einbruch erwischen. Mit Y können wir jetzt die erste Fähigkeit, das Rennen, aktivieren. Wir sind der Blitz. Ich spüre schon, wie es in meinem Magen kribbelt. Könnten aber auch Blähungen sein. Alter, schaut euch den Schweif an. Wie wir laufen. Das ist so abgefahren. Mit C und V können wir schneller oder langsamer werden. Aber nicht allzu schnell rennen. Wir haben keinen Anzug. Wir können schnell in Flammen geraten. Jetzt brauchen wir nur noch ein Kostüm und dann kann es losgehen. Das hier ist der Flash-Anzug. So genial. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Einfach durchgelaufen und schon haben wir ihn angezogen. Ich liebe diesen Effekt. Nur noch eine ganz kurze Sache. Das hier sind alle Effekte. So cool. Wirbelsturm, über Wasser laufen, Klon. Damit werden wir in McDonald's einbrechen. Wir müssen diese Fähigkeiten freischalten, indem wir Superlevel erhalten. Indem wir rennen. Oder Le Schummler ist am Start mit einem Command, den ich auch nochmal in die Beschreibung packen werde. Auf der linken Seite sehen wir die Effekte mit den Tasten, die wir drücken müssen. Auf der rechten Seite die Geschwindigkeit. Ich glaube, wir können jetzt loslegen, oder? So, wen haben wir denn hier eigentlich? Was guckst du uns die ganze Zeit hier an, du grüne Salatgurke hier, du Lauch, du? Wer ist schneller, du oder mein Sohn? Rennt dreimal um den McDonald's. Wenn du meinen Sohn im Wettrennen schlägst, dann bekommst du sein Happy Meal Spielzeug. Was bist du denn für ein Vater? Du kannst doch nicht einfach mit dem Spielzeug deines Sohns wetten. Das geht doch nicht. Aber ich bin dabei. Als ob der kleine Popel schneller ist als wir. Nein, du rennst in die falsche Richtung, du Depp. Ha, jetzt aber. Da rennt er. Okay, los geht's. Auf die Plätze, fertig und wir rennen schon. Alter, wie schnell ist dieses kleine Ding? Bleib stehen. Guck mal hier. Geh weg, Big Mac. Wir werden mal am besten einen Zahn zulegen. Ich werde jetzt einfach mal die Geschwindigkeit erhöhen. Und alter Schwede. LOL. Wie abgefahren ist das denn bitte? Schaut euch das mal an. Alter, wir haben auf jeden Fall schon gewonnen, aber man kann uns gar nicht mehr aufhalten. Ah. Nein. Wo springe ich hin? Nein. Nein. Hä? Wo rennt... Was? Wir sind wie ein roter Flummi. Guckt euch mal diese Geschwindigkeit an. Das ist ja fantastisch. Hallöchen. Oh, hast du etwa verloren? Gib mir dein Spielzeug. Gib mir dein Spielzeug. Lumpi? Lumpi hat das kleine Kind gebissen. Das geht nicht. Ich bin der Blitz. Ich darf dem eine donnern. Du nicht. Wir haben jetzt hier schon 3 Happy Meal Spielzeuge. Einmal haben wir hier einen kleinen Harry Potter Jungen. Also eine Figur. Den haben wir aus seiner Tasche gezaubert. Voll cool. Und dann haben wir hier... Moment. Das ist doch kein Spielzeug. Das ist gemein gefährlich. An so einem Quietschehähnchen kann man ersticken. Das geht nicht. Das könnt ihr doch nicht in ein Happy Meal legen. Achso, und wir haben hier ein Messer. Aber das ist okay. 3 Spielzeuge sind schon mal nicht schlecht, aber das reicht uns nicht. Mal gucken, was wir noch so klauen können. Am besten gehen wir als nächstes direkt hier in den McDonald's und gucken mal, ob wir hier noch weitere Spielzeuge finden. Das wird jetzt voll cool. Nein, man kann hier Lumpis Familie essen. Das geht nicht. Das müssen wir sofort mitnehmen. Ich glaube, wir können auch ein paar Happy Meal Spielzeuge direkt hinter der Kasse finden. Leider ist hier die Tür abgeschlossen. Aber wir haben glücklicherweise die Möglichkeit, durch Wände zu laufen. Und Leute, das ist echt cool. Ich meine, schaut euch das mal an. Wir können dadurch vibrieren. Achtung. Seht ihr das?
wie ein lebendiges Handy. Auf jeden Fall können wir durch diese Schwingungen durch Wände laufen. Könnt ihr auch in irgendwelche Bases einbrechen. Können einfach durch den Burger laufen und schon sind wir wieder im Freien. Oder hier durch Wände. Wir können sogar, ich glaube sogar durch Bedrock rennen. Das werden wir natürlich auch gleich ausprobieren. Okay, Lumpi, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Du passt am besten auf, dass keiner uns zusieht, wenn ich hier jetzt einbreche, ja? Okay, wir stellen uns jetzt an die Tür. Ich drücke jetzt die Y-Taste und werden mit Schwingungen hier einfach durchflutschen. Yeah! Die haben auch Schokoladenpudding. Wie cool ist das denn? Jetzt sind wir hier in der Küche. Ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem Schrank hier noch ein paar Spielzeuge zu finden sind. Zack. Yeah! Oh mein Gott, hier sind noch weitere Figuren. Einmal haben wir hier, das ist Iron Man. Oh mein Gott, direkt mitgenommen. Und wir haben hier das Krümelmonster. Hallöchen. Nein, der Blick. Geil. Hat er gerade einen Keks getroppt? Damit haben wir schon 5 Spielzeuge aus diesem McDonald's gekapert. Wir sind richtig harte Gangster. Ich würde sagen, wir gehen am besten direkt mal in eine Abteilung nach oben. Vielleicht finden wir oben noch mehr. Ich bin echt gespannt. Also ein Blitz ohne Spannung, das geht nicht. Als nächstes testen wir die Wirbelsturmfähigkeit. Damit können wir vielleicht die Spielzeuge von den Kunden irgendwie aus der Tasche pusten. Mal gucken, ob das funktioniert. Hey, du blödes Gummibärchen, rück dein Spielzeug raus oder ich puste dich weg. Okay, du willst es nicht anders. Achtung, pam. Guck mal hier. Okay, das ist zwar nicht so spektakulär, aber scheinbar haut es den einen oder anderen vom Hocker. Okay, die haben scheinbar nicht die Spielzeuge, aber damit haben wir die Möglichkeit, irgendwelche Gegner komplett wegzudrängen und vielleicht sogar in irgendeine Lava zu schubsen. Und das Abgefahrene ist halt, das habe ich vorhin getestet, hier haben wir Trollo, das kleine Trollhäschen. Wenn wir irgendwie Feuer haben oder irgendwas bei euch brennen sollte, dann könnt ihr ganz einfach das Feuer auspusten. Ja, einfach nur mit dieser Fähigkeit. Selbst Gegner oder Mitspieler können wir von den Flammen befreien. Und das finde ich eigentlich ziemlich witzig. An sich ist die Attacke nicht so stark, aber wir können auch wunderbar mit dem Feuer interagieren. Das ist voll cool. Die Mod ist einfach das Fleisch auf dem Burger, weißt du? Man kann nicht drauf verzichten. Man muss einfach damit spielen. Moment. Was zum Teufel ist das? Hallöchen. Hast du zufällig ein Spielzeug für uns? Ah, was zum Teufel? Der geht auf wie ein Hefekloß. Ich glaube, der hat zu viele Cheeseburger gegessen. Was ist falsch mit dir? Glücklicherweise haben wir aber die Möglichkeit, Blitze zu schießen. Und damit werden wir jetzt versuchen, dieses komische Wesen zu bekämpfen. Einfach gezielt und pam. Was war das denn? Das war ja gar nichts. Ich dachte, ich wäre ein Blitz und keine Knopfbatterie. Das hat ja gar keinen Schaden gemacht. Pam. Oh, oh. Verschwinde. Ich mag dich nicht. Allein diese Animation von den Armen. Das ist so cool. Geh weg. Nein, ich habe mich selbst getroffen. Was? Los, Lumpi, hilf mir. Wir besiegen den gemeinsam. Nein, nein. Jawohl. Damit ist er endlich Matsche. Lumpi, komm von der Decke runter. Wir sind nicht bei Spider-Man. Wir möchten doch nur Spielzeuge haben, verdammt. Dann müssen wir wohl in die fette Fritte beißen und noch ein paar Gegner bekämpfen. Hä? Ah, was ist das denn? Nein, Lumpi, ich lösche dich. Ah, geh weg. Ah, hey Mr. Creeper, hast du ein Spielzeug für mich? Ah! Ah! Nein, es brennt! Nein, nein, nein! Ich habe einen Schwebeeffekt, aber ich bin zu schwer, dass ich nicht hochfliegen kann. Ist das hier eigentlich ein Flash-Mob oder warum sind hier so viele Viecher? Ah! Ich muss schneller wedeln, wir müssen das Feuer ausmachen. Nein, was machst du da, Creeper? Komm da runter! Geh weg! Was? LOL, der hat sich gerade selber abgeschossen. Folgender Vorschlag. Wir werden uns jetzt klonen, quasi einen aus der Vergangenheit holen und gemeinsam mit unserem Klon diesen grünen Giftzwerg bekämpfen. Vielleicht hat er ja sogar ein Spielzeug für uns. Die Fähigkeit ist richtig abgefahren. Wir können die mit B derzeit auslösen. Auf der linken Seite sehen wir es. Und schon entsteht hier ein Portal und hier müsste gleich ein weiterer Lokopa 92 rauskommen. Yeah, jetzt können wir gemeinsam diesen Lauch bekämpfen. Guck mal, da haben wir direkt noch einen. Zack, geh weg. Los geht's, komm schon. Jawoll. Da, komm schon. Auf ihn mit Gebrüll. Das ist eine ganze Lukopa-Armee. Wir werden den ganzen Laden auseinandernehmen. Ich möchte Spielzeuge haben. Sofort. Es ist mega am Laggen. Wir sind die gefährlichste Gruppe aller Zeiten. Da ist jemand die Treppe runtergefallen. Nein, jetzt kommt hier ein Zeitphantom. Okay, ganz kurz zur Erklärung. Diese Klone stammen quasi aus einer anderen Zeit. Die haben wir quasi zu uns geholt. Und dieses Zeitphantom sorgt dafür, dass diese bekämpft werden, da die nicht in unsere Zeit gehören. Lass meine Freunde in Ruhe. Gleich klatscht es, aber kein Beifall. Wo sind die Spielzeuge? Rück sie raus. Komm schon. Hier, lass mich in Ruhe, du gelbe Nudel. Die Spielzeuge sind auf dem Dach. Aha, warum nicht gleich so? Da wir an der Wand hochlaufen können, ist das kein Problem für uns. Okay, pass auf. Wir erstellen erstmal ein Portal, damit wir wieder heil runterkommen. Das ist aber was ganz Neues. Wir nennen das Portal McFlash. Für den schnellen Hunger.
Und das werden wir direkt mal ausprobieren. Das ist so abgefahren, wir können das Portal jederzeit aktivieren und zu diesem Punkt zurückkehren. Das ist so cool. Damit haben wir unsere Rückfahrkarte. Hier, ich glaube, hier können wir hochklettern. Okay, pass auf. Fähigkeit aktiviert. Rennen auf Stufe 5. Loslaufen. Nach oben schauen. Perfekt. Man hat es vielleicht nicht so gut sehen können. Nochmal kurz gezeigt. Ich bin vorhin ein Hochhaus hochgerannt. So cool. Wenn man sprintet, kann man sogar übers Wasser laufen. Und das kann man mit dem Hochlaufen wirklich wunderbar kombinieren. Es ist einfach so herrlich. Man kann richtig gut drohen oder sogar ein Wettrennen starten. Man hat so viele Möglichkeiten. Schaut euch das an. Hier befinden sich irgendwo die Spielzeuge. Dann werden wir uns wie ein Wurm in den Burger graben. Moment. Hier. Zack. Moment. Ein Grundsteinburger. Das ist ja ekelhaft. Was haben wir denn hier? Schilder. Schildkröten müssen draußen bleiben. Alter, als ob uns sowas aufhalten würde. Bitte nicht stören. Tja, da können wir nichts machen. Gib diesem Daumen ein Video nach oben. Das war's vom Lokopa. Guck mal hier. Mit Vibration werden wir eindringen. Und damit... Ja, Mann. Ich glaube, wir haben es geschafft. Schaut euch das mal an. So viel Spielzeug. Okay. Wir haben ein Hydrant, ein Pokal, eine Tüte, Schildkröte, Pömpel, Batman-Figur und Steve-Figur. Jetzt müssen wir nur noch die Spielzeuge untereinander aufteilen. Welches Spielzeug hättet ihr gerne? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten könnte ich aber auch noch eine fliegende Badewanne anbieten. Die fliegende Badewanne-Mod, direkt hier auf dem Bildschirm verlinkt. Mega witzig, das müsst ihr gesehen haben. Ich hoffe, ihr habt den ein oder anderen Lachflash bekommen. Ich freue mich auf weitere Abenteuer, Trovers Schrumpf-Mod und mehr. Vielen Dank für eure großartige Unterstützung. Es macht so viel Spaß, mit euch hier das Ganze zu gestalten. Das war auf jeden Fall der Lokopa. Bis zum nächsten Video. Bis dahin und Tschüss.